Ja, Macho Man Mo hier für hardedge.org und To Be See You. Ich bin auf dem Mad Gear FFM King of Fighters 15 und Samurai Showdown Community Wochenende hier in Mörfelden. Und ich habe heute bei mir den Mado. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, hallo erstmal, ich bin der Mado. Bin ungefähr seit so richtig aktiv in der Szene jetzt seit 2018. Habe vorher angefangen mit 3D-Fighting-Games, also Tekken, bisschen Virtual Fighter. Und dann hab nach einer Location mal gesucht, wo ich mal ein bisschen offline spielen kann. Bin dann durch einen Tipp quasi hier auf das Mad Gear quasi hingewiesen worden, dass das jetzt hier neu eröffnet, 2018 hat es hier neu eröffnet. Erstmal mit, ich glaube, das ist erstmal so mehr so in die Richtung Anime-Fighter, aber jetzt ist halt so Kopf-Hotspot, wenn man so sagen kann. Ja, und seit meinem ersten Treffen bin ich eigentlich quasi schon regelmäßig hier. Ne? Und ja, schön, dass du dabei bist. Ja, du hast gestern auch bei dem KOF 15 Turnier mitgespielt. Wie lief es für dich persönlich und wie lief das Turnier technisch, organisatorisch für dich? Also über mein Ergebnis reden wir besser nicht. Ich bin hatte zwei sehr starke Gegner. Einmal bin ich gegen einen Luxemburger H-Rod angetreten. Der hat mich überfahren. Und danach gegen Accelerator, auch ein guter Kopfspieler, hat relativ kurzfristig jetzt angefangen. Ich glaube, spielt jetzt ein paar Monate. Ja, und der hat mich auch überfahren. Also zweimal verloren, aber war nicht schlimm. War ein super geiles Event, muss ich sagen. War organisatorisch an und frei. Wir hatten genug Stations, wir hatten genügend Spieler. Stream lief wunderbar, Brackets liefen wunderbar. Kann ich eigentlich nur Gutes sagen. Und da auch hier, da du ja mit der Orga warst, einmal großes Lob an dich und an das Team, dass das alles organisiert hat. Dracula, Sinjo, also vom Gore Gamer Treff, der Mo und von Nürnberg, Dracula und Sinjo von 2B Community. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Lob, dass es so alles reibungslos gelaufen ist. War auf jeden Fall toll. Na? Ja, und an der Stelle von mir auch nochmal Danke an David von Mad Gear, ne, der hier seine Location zur Verfügung gestellt hat. Seit wann spielst du King of Fighters? Es war KOF 15 dein erstes Spiel und wie bist du dazu gekommen? Also generell so 2D-Games habe ich auch schon, als ich so zu Tekken so richtig angefangen habe, kompetitiv zu spielen, war schon so ein bisschen mit drinne. Und jetzt KOF spezifisch fing es tatsächlich erst an, als ich dann hier öfters ins Mad Gear kam. Weil wir haben hier, ich sag mal so, die KOF 11 wirklich Freaks, ne? Also ich darf mich jetzt auch dadurch zählen, die immer, wenn hier eine Session ist, wir haben immer KOF 11 am Start. Und das kam so ein bisschen bei mir auch mit drüber, okay, ich spiele mal ein bisschen KOF, ne? Und quasi, also vorher hat Street Fighter mal angespielt, King of Fighters mal angespielt, so das Interesse war vorher schon da. Da hatte ich mich aber mehr noch auf Tekken konzentriert. Jetzt ist es so, ich habe so viel Spaß an King of Fighters. Jetzt mit 14 habe ich schon ein bisschen angefangen, mich mehr reinzudrehen. Natürlich 11, da hier ATG, Dracula, Eddie Ryan, also hier die Frankfurter Boys, die haben mich dann mit reingeführt. Und ja, mit KOF 15 wollte ich dann richtig durchstarten, hier ein bisschen grinden. Hat jetzt diesmal, wie gesagt, nicht so gut funktioniert, aber man kämpft ja immerhin weiter. Bin ich auf jeden Fall motiviert, weiterzumachen. Was magst du generell an King of Fighters? Weiß ich nicht, mal vielleicht erstmal allgemein und wenn du möchtest, auch noch auf die jeweiligen Spiele bezogen, also jeweilige 11, 15, 98, wie auch immer. Also generell, was mir an KOF sehr gut gefällt, ist halt diese Offensive. Ne? Also, dass das alles sehr, sehr schnell geht. Du musst sehr schnell Entscheidungen treffen und im Grunde genommen, du hast so wie bei den meisten Spielen, so ein quasi, ich nenne es mal Busfahrplan. Du fährst nach einem Weg, aber du musst halt den relativ schnell immer wieder anpassen, ob jetzt dein Gegner zu dir rennt oder zu dir hoppt oder zu dir springt oder halt einfach nur einen Keep-Up-Button drückt. Das sind halt so, das geht alles sehr schnell. Ne? Und es ist jetzt nicht so defensiv wie jetzt in Tekken, wo du wirklich dann achten musst, okay, macht der Gegner jetzt einen String, den ich ducken muss oder einen String, den ich sidesteppen muss und dann muss ich dementsprechend reagieren. Das ist bisschen langsamer in meiner Empfindung her. Andere denken das vielleicht, das ist ein bisschen anders. Aber für mich ist das halt nicht die ganze Zeit so anzugucken, okay, ich bin jetzt im Blockstun. Wann kommt denn der Move, den ich sidesteppen kann? Ne? Und bei KOF ist es halt wirklich so, entweder du drückst ein Combo oder du bist halt in der Pressure. Und wenn du in der Pressure bist, dann hast du auch mehrere Optionen immer,
da rauszukommen. Und das geht halt relativ fix, ob du jetzt einen ganz normalen Jab drückst, um den Gegner zu checken oder halt um Rolle oder gibt ja mehrere Optionen bei King of Fighters. Bei Elf ist es jetzt nochmal anders, weil das ist ja, ich nenne mal das Marvel von Kopf, weil man kann in King of Fighters 11 immer die Charaktere switchen in-game und sind jetzt nicht pro Runde ein Charakter. Das heißt, da hast du auch die Möglichkeit, den Gegner, also kannst du einmal mit dem Schaden komplett explodieren, dass du dann während der Combo die Gegner, die Charaktere wechselst und dementsprechend eine TOD dem Gegner drückst. Na, das ist also das, diese Explosive und dass du halt die ganze Zeit die Möglichkeit hast, deine Charaktere zu wechseln, das ist nochmal was ich persönlich sehr gut finde und auch generell das Spiel fühlt sich halt schnell und spaßig an. Mehr kann ich eigentlich nicht beschreiben. Was glaubst du, wieso SNK Fighting Games bzw. King of Fighters grundsätzlich immer eher die nischigeren Fighting Games sind? Kann man da noch was dran ändern? Sollte man da überhaupt noch was dran ändern oder ist das gut so, wie es ist? Wie ist da deine Meinung zu? Also ich denke eher, dass die King of Fighters oder generell die SNK Games so in eine Nische gepackt werden, liegt eher an dieses Stigma, was man von den älteren Teilen hat. Ne, man kriegt, wenn man jetzt so als Außenstehender quasi das so sieht und sagt, ich will jetzt King of Fighters lernen, das Erste, was man hört, ist, King of Fighters ist schwer. Es ist schnell, Execution Heavy. Muss nicht unbedingt sein. Also das ist so dieses Stigma, was KOF-Franchise generell hat. Und wir als Community können nur sagen, ey, spiel mal mit. Die Leute, die es wirklich lernen wollen, dass man da sagt, okay, du spielst jetzt einfach mal ein paar Runden, du suchst dir mal die Charakter aus, die dir Spaß machen. Na, wenn jetzt einer das hier sieht und er vielleicht das wirklich KOF anfangen will, einfach mal spielen, einfach mal in die Community kommen, hier, Hard Edge. Und da werden sich genug Leute finden, die dann ein bisschen so helfen, in das Spiel reinzukommen. Also meiner Meinung nach ist es nicht, weil das Spiel wirklich schwer ist, sondern einfach nur, weil dieses Stigma um das Spiel, um die Franchise quasi so herumschwert. Und das schreckt so einige Leute ab. Ja, was würdest du dir von SNK wünschen, um das Spiel, vor allem King of Fighters 15, weil das ja eben noch gepatcht wird, eventuell noch zu verbessern? Das ist jetzt schwierig, jetzt mal abgesehen von den technischen Fehlern, die das Spiel immer noch hat, bezüglich des Matchmaking. Es ist schwierig zu sagen, was sie noch daran verbessern könnten. Ne? Natürlich können sie sagen, okay, das Lobby-System ist zum Beispiel nicht so vorteilhaft, da war der Vorgänger besser, ne? Mit den mehr Spielen pro Lobby-System, wo man dann insgesamt 6 Sessions gleichzeitig haben konnte. Das Lobby-System, würde ich mal sagen, müsste man ein bisschen freundlicher machen, dass man sagen kann, okay, ich warte jetzt nicht 6 weitere Leute ab, bis ich wieder spielen kann, sondern ich spiele dann gegen einen und dann irgendwann sagt man, okay, man kann tauschen und ist der nächste Platz frei und dann tauscht man sie immer rum. Das wäre in meinen Augen besser. Vom Balancing her ist es jetzt schwierig zu sagen, weil das Spiel ist schon relativ balanced. Da wird mir jetzt nicht so richtig einfallen, was man da noch besser machen könnte. Aber ganz großes Thema wäre für mich einmal die Sache mit dem Singleplayer-Content. Weil das hat King of Fighters eigentlich gar nicht, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Außer den DJ-Modus und Story-Modus, wo du eine Arcade-Run durchziehst und dann eine Cutscene kriegst. Also da gibt es andere Spiele, die jetzt kommen werden. Die machen das definitiv besser. Da müsste man auf jeden Fall arbeiten. Also was am wichtigsten ist, was viele Fighting Game Developer in der Zwischenzeit vergessen haben, ist einfach für den einzelnen Spieler, um mehr Leute reinzubringen. Es gibt halt einfach keinen Singleplayer-Content. Und da müsste SNK sich richtig reinhauen. Ja, da bin ich auch genau deiner Meinung. Jetzt hat SNK allerdings in der Zwischenzeit die World Championship 2023 announced. Aber ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Einige hatten es noch gar nicht mitbekommen. Es gibt noch so gut wie keine Infos. Ich kenne keine Infos. Deshalb mal ein bisschen Spekulation. Was würdest du dir denn wünschen, wie sowas ablaufen sollte, eine SNK World Champion Tour? Ich sage jetzt mal ganz brachial, Capcom Pro Tour hat das sehr gut gemacht. Ne? Dass man da Regions, specific Matches hat und Turniere hat und das quasi auf eine regionale Leaderboard setzt. Und dementsprechend dann die Finalisten von jeweiliger Region ausgesucht werden. So in diesem Schematik wird das wird das am meisten Sinn geben. Ne, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Region Europa, Region NA, Region Asia, von mir ist auch Region Afrika, also Südamerika.
So, und da spielen die Turniere, Offline-Turniere im Idealfall alle aus. Und so werden halt die besten Spieler ermittelt. Natürlich kommt dann wieder das Thema dazu, dass nicht jeder reisen kann. Na, die würden dann rausfallen und da müsste man dann irgendwie eine Online-Lösung dann finden. Na, wie jetzt hier der Sinjo mit der 2B Community Challenger League macht, dass man da irgendwie was so auch dann als Alternative anbieten würde. Ja, und zu guter Letzt noch, welche Tipps würdest du einem neuen Spieler geben, der in die Fighting Game Community kommen will und dann spezifisch auch, der dann King of Fighters lernen wollen würde? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, versuch erstmal einfach nur reinzukommen und jemanden zu finden, mit dem du spielen kannst. Die King of Fighters Community ist da relativ offen. Wir bekommen auch generell auch in Locals oder halt online gerne Leute, die dann das Spielen, Spiele spielen möchten. Muss jetzt nicht über den King of Fighters sein. Aber wichtig ist, dass du erstmal reinkommst, dich nicht frustrieren lässt von, wenn du halt mal komplett verlierst, sag ich mal so, als es ist Standard jetzt als Newcomer, dass man da schnell viel aufs Maul kriegt. davon nicht entmutigen lassen. Das hat jeder hier durchgemacht. Ne? Jeder in der Community, der jetzt anderen Leuten die ganze Zeit Wins reindrückt, der hat mal so angefangen, dass er selber mal die ganze Zeit verloren hat. Wichtig ist eher, dass du dich mal mit den Leuten unterhältst, dass du einfach mal austauschst, dass du Kontakte knüpfst. Darum geht es ja in der Community, in der Fighting Game Community. Na, wie man es jetzt hier gesehen hat im KOF-Event, wir kennen uns alle schon so lange und teilweise sind da neue Leute mit dabei gekommen und wir haben uns alle gleichmäßig begrüßt. Ne? Ob jetzt neu oder schon alter Mitglied, nehmen wir keinen Unterschied. Ne? Sind alle herzlich willkommen und Kontakte knüpfen, einfach spielen, gucken, welche Spiel, welche Charakter dir Spaß machen und dranbleiben. Das ist wichtig. Ne? Die Ausdauer, die muss man haben. Ja, cool. Und dann zu guter Letzt noch, wo kann man dir folgen? Machst du irgendwas Social-Media-mäßiges oder vielleicht sogar Content? Oder hast du irgendwelche Community-Tätigkeiten neben dem Spielen, die du noch erwähnen wollen würdest? Also generell bin ich auf Twitter ab und zu unterwegs mit dem Handle @mado888888. Da tweete ich ab und zu mal was. Ich habe einen YouTube-Channel, wo ich dann mal, wenn ich online spiele, zum Beispiel King of Fighters 11 online spiele, wo ich meine Videos hochlade, ist genau der gleiche Handle. Wer hat's gedacht? Ja, aber ansonsten ist da keine große Internetpräsenz bei mir. Ich bin eher über Mad Gear aktiv, jetzt mit Commentary oder ob wir jetzt einfach nur streamen, wie wir am Cap hängen und 8 Stunden lang das gleiche Spiel uns die Shadows einhauen und so. Ne? Also ja, das wären die 2 Handles, wo ab und zu mal Content kommt, aber ist jetzt nicht so, dass ich da täglich was raushaue. Ja, dann danke ich dir, Mado, und will dich nicht zu lange aufhalten, weil das King of Fighters 11 Cap muss ja warm bleiben, ne?